Es ist eine Entscheidung, die Torhüterin Laura Benkert nicht schwer fiel. Schließlich ist die 27-Jährige motiviert bis in die Haarspitzen und will Titel holen. Deshalb hat sie ihren Vertrag bei den FC Bayern Frauen bis 2022 verlängert. München hat einfach Top-Bedingungen. Das ist, denke ich, der größte Unterschied von den Trainingsplätzen her auch. Und hier am Campus kann man optimal trainieren. Und von daher war das für mich schon ein logischer Schritt. Für mich war klar, wenn ich aus Freiburg weggehe, dann will ich mich auf jeden Fall auch verbessern, natürlich einen Schritt nach vorne gehen und auch mal um Titel mitspielen. Laura Benkert, Europameisterin und Olympiasiegerin, will Erfolge mit dem FC Bayern feiern und weiß, dass das auch über Konstanz und Beständigkeit im Kader läuft. Deswegen bin ich super glücklich, dass Laura eben sich entschieden hat, weiterhin hier bei uns zu sein. Und ich denke, gerade in den letzten Spielen, wo wir jetzt umgeschlagen waren, hat auch Laura eben gezeigt, was für eine herausragende Qualität sie als Torhüterin hat. 7 Spiele in der Liga sind die FC Bayern Frauen zuletzt ohne Niederlage, auch dank Rückhalt Laura Benkert. Es war für mich wichtig, dass auch der FC Bayern als Verein weiter vorankommen will einfach, und das will ich als Spielerin ja auch. Und damit ist die Win-Win-Situation perfekt für Laura Benkert und die FC Bayern Frauen.